Hallo und herzlich willkommen zu diesem Vlog, Leute. Heute ist Sonntag, ich bin in den Sommerferien wieder eine Woche näher. Nur noch 3 Tage Schule, Praktikum habe ich komplett durch. Dann 6 Wochen Sommerferien. Freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Gestern war ich auch mit einem Freund von mir noch bei Saturn und habe mir diese beiden LED-Lampen gekauft. Und das sind nicht einfach so normale Glühbirnen, sondern wie gesagt LED. Und die kann man wie eine LED-Leiste mit einer Fernbedienung steuern. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Also kann man ausmachen, kann man anmachen, heller, dunkler. Man kann verschiedene Farben machen. Rot, grün, blau. Blau, gelb, also wirklich alles mögliche und eben auch wie eine normale Glühbirne. Und ja, im Endeffekt hat der Kauf von diesen beiden Glühbirnen dazu geführt, dass ich hier so ein grünes Handtuch als Greenscreen an der Leiter und an dem Stativ befestigt habe und das jetzt eben hier so als Greenscreen aufgebaut hat, denn diese Glühlampe habe ich jetzt hier, damit kann man eben so ein relativ tageslichtähnliches weißes Licht machen und damit kann man das eben relativ gut hier so ausleuchten. Und deshalb werde ich jetzt die nächsten Tage vielleicht auch einfach nochmal so ein Let's Play ausnehmen, einfach so zum Ausprobieren. Und danach baue ich das Ganze auch wieder ab, weil ich brauche es wie gesagt einfach nicht, aber ich wollte sowas früher immer haben. Jetzt habe ich es und deshalb probiere ich es halt einfach nochmal aus. Aber ja Leute, wie gesagt, heute ist Sonntag, das Wetter ist nicht so cool, also es regnet mal wieder. Aber ja, mal gucken, was ich sonst noch zu... Was mir gerade einfällt, ist, dass ich ja, was ich euch noch gar nicht gesagt habe. Ich habe letztes Wochenende, letzten Sonntag, komplett mein Zimmer umgeräumt. Und zwar stand mein Schreibtisch ja vorher nicht da, sondern da. Und Bett und Schrank habe ich auch vertauscht. Also ich habe im Grunde genommen hier ziemlich viel umgebaut. Ich weiß nicht, für die meisten fällt das jetzt hier überhaupt nicht auf. Aber es sieht auf jeden Fall komplett anders aus als vorher und ist auch noch nicht ganz fertig. Den Teppich, der liegt jetzt hier noch so zusammengerollt auf dem Boden, der müsste eigentlich hier hin, den kann ich jetzt im Moment aber auch gar nicht da hinlegen, weil hier noch dieser Greenscreen rumsteht. Ein anderer Sessel kommt hier auch noch hin, also ist noch nicht so 100% fertig, aber ja, ich arbeite auf jeden Fall dran. Und eine Roomtour werde ich jetzt, denke ich mal, demnächst nicht machen, vielleicht irgendwann mal, aber jetzt erstmal nicht, weil wenn ich eine Roomtour mache, dann würde ich das, ja, professioneller machen, als einfach hier rumzulaufen und so, guck mal, hier ist ein Schrankfach, ja, und da ist noch ein Schrankfach und einfach hier so die Kamera selber zu halten und so weiter. Aber ja, mal gucken. Ich würde sagen, auch wenn es keine Roomtour gibt, ich zeige euch jetzt aber mal einfach so ein paar Aufnahmen so von dem Zimmer. Okay, das Wetter ist immer noch relativ scheiße, es regnet immer noch und ich habe eigentlich jetzt nur Musik gehört, Videos geguckt, ein bisschen was auch immer, eigentlich so gar nichts gemacht und habe jetzt sogar gerade noch, ihr habt zum Zeitraffer gesehen, Schokoladeneis gemacht und dachte, man schmeißt da alles rein, 10 Minuten, was auch immer, kommt dann in Gefrierfach, heute Abend ist fertig. Aber so ist es nicht, sondern man muss es irgendwie 10 Stunden ins Gefrierfach und dann nochmal aufwärmen lassen, nochmal irgendwie in den Kühlschrank noch irgendwie was dazu tun und dies und das und oh, viel zu kompliziert alles, aber jetzt habe ich damit angefangen, jetzt muss ich damit leider auch weitermachen. Oh Leute, mir ist es jetzt gerade vor allem auch wieder bei diesem Zeitraffer von diesem Schokoteil-Ding wieder aufgefallen, wie kaputt dieser Gorilla-Pod ist hier, den ich hier habe. Für alle, die nicht wissen, was ein Gorilla-Pod ist, ist dieses kleine biegbare Stativ. Ich denke, ihr kennt das alle von mindestens Casey Neistat oder irgendjemand anderes oder so, Vlogger-mäßig. Und ich habe auch so einen, der ist allerdings schon über ein Jahr alt, der ist eigentlich für GoPros gedacht, deshalb also gar nicht für so größere Kameras. Und der ist halt einfach ziemlich kaputt, da kann man jedes Bein hier einfach ohne Probleme rausnehmen und hinstellen geht zwar mit der Kamera so, aber muss schon so eine Minute lang oder so braucht man schon, um die Beine so hinzubiegen, dass es eben einigermaßen hält. Aber so ein größerer Gorilla-Pod kostet halt einen erstens nochmal was, muss man halt, ja, ist relativ teuer. Und zweitens ist vor allem der Gorilla-Pod Focus, weil der halt aus Metall ist, ziemlich schwer. Der wiegt genauso viel wie meine Kamera mit Objektiv und Mikrofon. Ja, muss ich mir noch überlegen, ob ich mir das kaufen soll oder nicht, weil es halt auch relativ teuer ist. Ja, mal gucken. Ich habe ja, glaube ich, am Anfang vom Vlog schon gesagt, dass hier mal ein neuer Sessel hinkommt. Und dieser neue Sessel ist tatsächlich jetzt schon da. Der ist auf jeden Fall ganz bequem hier, sogar mit so einer Ablage, wo die Füße noch drauf können. Man kann die Rückenlehne verstellen, so dass man hier praktisch fast schon liegen kann. Und es ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich bequem. Auch gut, um hier einfach mal zu entspannen, Musik zu hören, Videos zu schneiden, Videos zu gucken. Und ich hoffe mal, dass ich den Sessel ein bisschen öfter benutze als den Sessel, den ich vorher hatte. Weil den habe ich wirklich nur zur Ablage von irgendwelchen Sachen verwendet und eigentlich nie als Sessel. Ich glaube, ich bin da wahrscheinlich
keine Ahnung, alle 2 Monate mal drauf gesessen oder so, weil der halt auch immer vollgelegt war. Aber mal gucken, wie das mit dem Sessel wird. Vielleicht benutze ich den ja mal mehr. Und bequem ist er auf jeden Fall. Das war der vorher zwar auch, aber der hier ist noch bequemer. Und auf jeden Fall bequemer als mein Schreibtischstuhl, weil ich weiß gar nicht, seit wann ich den genau habe. Ob es jetzt wirklich seit der ersten Klasse ist, aber auf jeden Fall so zweite, dritte Klasse. Mittlerweile bin ich halt einfach so 1,90. Der ist mir doch schon ein bisschen zu klein. Nicht so wirklich bequem so, und ich habe eigentlich seit über einem Jahr schon vor, mir mal einen neuen Schreibtischstuhl zu holen. Habe es aber halt bis jetzt immer noch nicht gemacht, aber ja, da muss irgendwann mal was Neues her. Oh mein Gott, Leute, Dena hat sich einfach eine Red Scarlett W5K für die Vlogs geholt, und er hat ja gestern in dem, für euch, also in dem letzten Vlog vor diesem Vlog, wo er das gesagt hat, eben gesagt, ja, das ist das krasseste, was für die Vlogs, Upgrade, was auch immer. Und irgendwie hatte ich so irgendwie den DJI Ronin im Kopf, warum auch immer, keine Ahnung warum, aber hat mir gesagt, so, nee, das ist zu overkill, das ist zu groß, zu unnötig oder so für die Vlogs. Und jetzt holt er sich einfach eine Red, Alter, das ist so übertrieben krass. Alter, ich habe halt wirklich auf dieses Video schon so eigentlich gewartet und habe halt so um 18 Uhr geguckt, ne, kein Video da, 19 Uhr geguckt, kein Video da, und dann habe ich das eigentlich eher so vergessen, und dann aktualisiere ich die Abo-Box so zufällig so vor 5 Sekunden dieses Video, und ich sehe schon das Thumbnail und den Titel und denke mir so, ach du Scheiße. Ach ja, Leute, ich esse jetzt noch Abend. Alle Leute, die keine Ahnung von Kameras haben oder sich dafür nicht interessieren, habe ich es wahrscheinlich eh schon abgeschaltet. Oder sie sind noch da und haben keine Ahnung, von was ich rede. Aber ja, ich esse jetzt Abend und wir sehen uns gleich wieder. Wir haben gegessen, ist jetzt mittlerweile auch schon relativ spät, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie spät genau, aber es ist auf jeden Fall schon dunkel draußen. Und deshalb müsstet ihr jetzt gerade auch mal sehen, wie das so mit diesen Lampen hier ist, wie das so ausgeleuchtet ist. Ich glaube, es ist, denke ich mal, gut, auf jeden Fall besser als vorher. Ja, ich würde sagen, das war es jetzt auch schon wieder von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne hier drauf drücken und meinen Kanal abonnieren, würde mich auf jeden Fall freuen. Kommt dann bald wieder ein Vlog, das ist dann nicht mehr der Vlog vom ersten, zweiten Ferientag, irgend sowas. Und ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet und jetzt abonniert. Wir sehen uns dann hoffentlich in diesem nächsten Vlog wieder, und ja, ciao.